Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, das Spiel gibt's noch. Hab so ungefähr eine Woche Pause gemacht, um meine Stimme ein bisschen zu regenerieren, weil meine Stimme hat irgendwie, weil ich voll wehgetan, mein Hals hat wehgetan vom zu viel Aufnehmen, zu viel Reden und so, ne? Und ja, habe ich mir gedacht, so. Tust mal erstmal warten, bis sich deine Stimme regeneriert, was irgendwie nicht der Fall ist, ne? Also ich bin schon seit Monaten, also weiß nicht, ich glaube, ich habe auf ewig meine Stimme so ein bisschen geschrottet, ne? Die ist, glaube ich, nie irgendwie so 100% noch mal dabei, ne? Aber ich habe mir gedacht, so, machst du mal ein paar Tage Pause, ne? Vielleicht hilft das was? Nö. Also ja, besser wird's wohl nicht mehr. Also ja, tu mal einfach weiter aufnehmen, ne? So, wir sind hier immer noch in der Gold Saucer, ne? So, also da war jetzt nur die Erklärung, weil warum es hier kein Final Fantasy 7 gab, ne? Ich habe Honkai Star Rail jetzt einmal aufgenommen, nur eine Stunde. Ich werde jetzt auch hier nur ein Part aufnehmen. Ich glaube, dabei werde ich es dann auch immer so belassen, so ein Part, ne, um irgendwie so ein bisschen zu schonen und so, ne? In Vegas werde ich wahrscheinlich auch jetzt irgendwie ein bisschen weniger aufnehmen, ne? Ja. Übrigens Vegas, ne? Tut mir leid, wenn du das so herausfinden musst, aber mein Gott, ich glaube, diese 5-6 Stunden, die wir immer irgendwie aufnehmen, die sind irgendwie zu viel. Ich tue damit meine Stimme voll schrotten. Also ja, ich muss irgendwie eine Lösung dafür finden erstmal, ne? Irgendwie mehr Tee trinken oder irgendwie so. Ich will die ganze Zeit so einen Luftbefeuchter hier mir holen. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist so trockene Luft, weil ich habe immer das Fenster zu, wenn ich aufnehme, weil wenn ich halt aufmache, dann hört man alles von draußen und man hört mich irgendwie draußen. Also ja, ist ein bisschen nervig. Muss ich erstmal eine Lösung für finden, ne? Und ja, keine Ahnung. So, ich muss erstmal hier einen Platz finden, wo ich mich hinstellen kann für mein Intro, weil überall sind irgendwie Leute am Reden, ne? So, hier wird gleich ein 3D-Bild erscheinen. Und hier, letztes Mal ja dieser eine Space Ranger, ne? Da haben wir ja auch irgendwie, weil nicht, der ist auch die ganze Zeit am Reden. Also ich muss erstmal einen Ort finden, wo wir hier hingehen können, wo mir niemand hier irgendwie bei meinem Intro irgendwie dazwischen redet. So, offscreen habe ich hier dieses Motorrad-Dingen nochmal gemacht. Ich glaube, da war alles, ne? Was ich gemacht habe, ich habe dieses Motorrad-Spiel gemacht, habe den Highscore da geholt, war ehrlich gesagt nicht so schwierig. Und ja, ich habe noch ein paar Punkte, lassen wir die auch noch mal kurz hier aus dem Fenster werfen. Ich meine, verbrettern, ich meine, ja. So, ich weiß gar nicht, was ich mir hole. Ich glaube, ich will mir erstmal die Karten hier alle holen, ne? Holen wir mal den hier, Haunted Hotel. Tomberry Plüschtier, Kaktor Plüschtier. Kosten eigentlich nicht so viel, ne? Ne, irgendwie nicht. Mein Gott, ich kann die mir schon alle holen, ja. Dann holen wir uns ein Tomberry Plüschtier und jetzt kann ich nur eine Sache holen, sehe ich gerade. Ein Kaktor. So, Riesenrad. Oh, das hatte ich auch noch nicht. Oh, ich hatte nicht genug, ne? Boah. Trockenäther, was? Ist denn ein Trockenäther? So, wir haben ja schon alle Einführungen hier, also die ganzen Skillbücher für die ganzen Leute. Also sehr gut, ne? Und ja, wir müssen noch hier in der Gold Saucer ein bisschen abhängen, ne? Nehme ich an, wir müssen alle Attraktionen hier, unter die Lupe nehmen, ne? Wir haben, weiß nicht, beim letzten Mal haben wir, ich glaube, 3D Brawler und hier diese Weltraumquests haben wir gemacht, ne? Also alles möglich. Ich muss erst mal gucken, wo ich erstmal als nächstes hin muss, ne? Fantasiewelt Ebene 4. Skywheel Square, da kann man doch gar nicht hin, ne? Chocobo Square, nachts im Neonlicht. Ich glaube, da ist einfach nur die ganze Quest, ne? Lass mal zum Chocobo Square gehen, ne? So, nächste Frage. Wie kommt man da hin? Ist noch ein bisschen unübersichtlich hier, wo man so hin muss, ne? Also, weiß noch nicht so genau. Ich habe übrigens mal wieder das Panzerschwert ausgerüstet, ne? Und hat jetzt auch von mir 4 Materia Slots. Und ja, wir müssen mal Cloud hier wieder Dings geben, ne? Habe ich so ein Gefühl. So, ich nehme an, weil das hier so da drunter ist, müssen wir hier hin zur Abenteuerwelt, ne? Und das führt uns dann irgendwie zum Chocobo Square, ne? Nehme ich jetzt mal an. So, irgendwas ist hier direkt. Speed Square, ist das der Chocobo Square? Battle Square, da kann man auch hin anscheinend. Ja, Chocobos, können wir da rein? Wir können da rein. Lass mal erstmal da reingehen.
Mal Chocobo-Rennen machen? So. Dann war gleich das Chocobo-Thema. Das ist falsch hier. Was zum... Was ist denn der Chocobo-Square, Mann? Mir kommen immer welche entgegen, wenn ich hier runtergehe. So, boah. Ich dachte eigentlich, wir können jetzt hier da. Nee. Speed Square ist nicht Chocobo Square. Merken. Wo ist der denn, Mann? Ach. Dann gehen wir zum Battle Square erstmal, ne? Ich glaube, da müssen wir doch storymäßig hin, oder? Also im Original musste man das storymäßig, um die Storyboards weiterzuführen, ne? Aber ich nehme an, nicht hier, ne? Ich weiß nicht, wo der Chocobo Square ist. Gut, dann gehen wir zum Battle Square. Da kann man ein paar Kämpfe machen. Ich frage mich, wie die hier ablaufen werden, weil im Original war es schon so ein bisschen Gimmick hier irgendwie, ne? Also so, weil ich. Oh, ja, genau. Genau, hier ist das Ding, das normalerweise hier. Im Original war es nämlich so. Egal in welchem Square du warst, es waren immer irgendwo so Röhre, die dich irgendwie zu den anderen Squares hingepackt haben, ne? An diese Treppe kann ich mich noch erinnern, ne? Und dann die auf der linken und auf der rechten Seite sind so Eingänge zu den ganzen anderen Squares. Also egal wo du bist, du kommst von überall hin, was irgendwie sehr viel besser war als hier, weil hier ist das voll unübersichtlich, finde ich. Also ja, ich wünschte ein bisschen, wäre so wie im Original, wo du von jedem Square zu jedem anderen Square hingehen kannst. So. Red, was geht? Was machst du hier eigentlich? Mich verstecken. Da waren ein paar Kinder, die mich für ein Maskottchen gehalten haben. Sehr lästig. Sag mal, warst du vorhin bei mir? Wollte sehen, wie es dir geht. Stimmt, den haben wir ja gesehen. Ach so. Scheint jedenfalls alles in Ordnung zu sein. Ja, irgendwie an unserer Tür klopft, ne, im Hotel. Kämpfen willst, ich wäre dabei. Oh, sehr gut. Ich denke, Gruppe beigetreten. Erstmal eine Weile hier. Ich denke, ich bleibe erst. Ausgezeichnet. Wesens. Mit Red kann ich hier interagieren. Protein als Geschenk mitgebracht. So, warte mal hier. Ach, oh, das habe ich mal gesucht hier. Ah, da ist so ein Speicherpunkt abgebildet auf der Bank. Cool. So, was gibt's hier? Gibt's irgendwas Neues? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt wieder. So, was haben wir hier? Barriere, nur der gleiche alte öde Zeug. So, wir haben ein paar Skillbücher bekommen, das heißt, wir können ein bisschen Punkte hier verballern. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie was. Ah ja, wir haben Waffenstufe 5 mit einigen. So, was wollten wir noch mal holen, ne? Hört die Auflagen? Oh, das hätte ich gerne. Wollte ich dafür sparen? Ich glaube, ich wollte dafür sparen. Aber warum, wenn ich dort haben kann, ne? Ich glaube, jeder ist jetzt Waffenstufe 5, ne? Magische Abwehr. Wer ist das? Red. Nicht elementare Angriffe. Das ist auch nicht schlecht. Kann irgendwas lernen, ja. Warte mal, ihr erhöht im Kampf empfangene TP-Heileffekte. Im Nachladen vom Feuerstoß, physische Abwehr, das ist eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir das hier. All die passiven Sachen. So, tiefer 15. Fänger die. Ich hab's ja quer, tut sowieso ewig halten. MP-Maximum. Sie hat noch nicht Waffenstufe 5. Ne, hat sie noch nicht. Oben rechts sieht man das. So, magische Attacke. Wäre noch nicht schlecht, ne? Eris. Ah, ne? Warum habe ich da noch nicht? Und Yuffie. Yuffie, du bist auch noch nicht Level 5 gehört. Nach Erfolg entstehen. Da brauche ich nicht. Das hier. Auf einzelne Körperteile. Ja.
Okay. So. Was ist das hier? Du bist für die. Sie sieht aus wie diese eine Yu-Gi-Oh! Karte, ja, diese Lokführerin. Diese dämonische Lokführerin oder irgendwie sowas. So, hier ist der Shop. Merchandise. The Gold Sword. Ich meine ja alles. Ha. Der dicke Mogri hier mit dem Würfel. Da werden wir irgendwie Dio. Ich erreg besser keine Aufmerksamkeit. Wow. Das ist das Shinra. Okay, ich nehme an, wir müssen uns hier ein bisschen austoben, ne? Du hattest mich schon bei zünftig. In der Muskelmanege messen sich die Herzenkämpfe der Welt in atemberaubenden Duellen. Seid ihr irgendwie der Chatley Kampfsimulator? Version 2.0. Und tolle Preise in der Goldpunkte. Während des Kämpfes der Einsatz von Gegenständen nicht gestattet. Nach jedem, ich benutze sowieso keine Gegenstände. Klingt so wie Chatleys Kampfsimulator. So, Zweierkampf. Geschwindigkeits-Junkies. Anfänger. Goldpunkte, sonst kriegen wir nichts, ne? Okay, ja, natürlich nehme ich. Warum soll ich mit beiden neu rein? Wenn ich doch zwei haben kann. Da kommt er, Leute. So, das. Aber. Volle Konzentration. So nicht. Los. Also im Original lief das hier in der Kampfarena ein bisschen anders ab. Ich weiß nicht, ob das hier noch vorkommt. Lass erst mal einen Kampf hier machen, ne? Dann sehen wir ja. Aber bis jetzt habe ich noch nicht irgendwie was. Boah, Leute. Lass mich erst mal aufstehen, ey. Na, no, Leute. Legen wir uns mal ab. Ich nehme voll viel Schaden, sehe ich gerade. Warum hast du nicht. Ja. Aber mein Gott, die nervig, die Viecher. Da spür den Kosmos. Wir warten. So, mach dich bereit. Okay, er scheint nicht so abzulaufen wie im Original. Beim Original musstest du immer Kämpfe machen und nach jedem Kampf, den du abgeschlossen hast, wurde so eine Slotmaschine. Warte mal, habe ich die schon analysiert? Die sieht neu aus. Die Gegner vorhin habe ich auch nicht analysiert. Doch, den habe ich schon. So, ich nehme an, du bist gegen Blitz anfällig. Aber habe ich da überhaupt noch? Okay. Seiner Angriff finde ich auch irgendwie Blitz, Flammenblitz, Schallwellen, Windelementar. Ja, warte, da habe ich das Ding, was ich gerade aktiviert habe, Mann. Verschwende, das war's dann. Boom. So, keine Ahnung, im Original war es so, du hast irgendwie so ein paar Zufallskämpfe gemacht und jedes Mal, wenn du einen Kampf abgeschlossen hast, kam irgendwie so eine Slotmaschine. Und diese Slotmaschine hat sozusagen dir irgendwie einen zufälligen Effekt gegeben. Naja, also, weil nicht beim nächsten Kampf bekommst du irgendwie mal nicht, werden irgendwie die Hälfte deiner MP abgezogen oder weil nicht. So. Ich habe übrigens ausgefunden, wie das hier funktioniert. Ja, da sind ja immer so Balken, ne? Synchrofähigkeiten. Da sind so drei blaue Balken, ne? Ich tue diese Dinger füllen, je mehr ATB ich verbrauche. Also jedes Mal, wenn ich ein ATB verbrauche, indem ich also Fähigkeiten und so was alles einsetze, dann geht das Ding einmal höher. Und ich brauche für Fähigkeiten halt, weiß nicht mal, so drei oder vier Dinger. Also ich weiß mittlerweile, wie man das hier auffüllt, weil ich irgendwie mal offscreen vor einigem Fazit die Dinger hier, die Freundschaft Dinger hier erhöht habe, ne, indem ich irgendwie neue Fertigkeiten eingesetzt habe und so. Da gucken wir mal hier bei Cloud.
hier unten rechts, ne, wo Limit steht, daneben links hat er einen so einen blauen Balken. Wenn ich jetzt hier Mut angefallen setze, dann bekommt er ein, weil ich einen ATB verbraucht habe, ne? So, ja, so tut man die Dinger füllen, weil ich mich auch schon eine ganze Weile lang gefragt habe, aber jetzt war ich es endlich. Nein, ich schock dich. Also ja, nach jedem Kampf kam eine Slotmaschine und die hat dann irgendwie so einen komischen Effekt gemacht, der dich ein bisschen verkrüppelt für den nächsten Kampf. Also weil ich deine Maximum HP irgendwie halbiert, deine jetzigen MP werden halbiert oder du gehst in den Schrumpfen Zustand. Was ist das überhaupt ein Zustand in diesem Spiel? Oh, geheime Kunst der Ninja. Beim Original gab es irgendwie so eine Zustandswendung, die hieß Schrumpfen, was bedeutet ja Charaktere schrumpfen und tun unglaublich wenig HP abziehen, die tun unglaublich wenig Schaden einteilen, austeilen. Diese Typen. Ja, sehr viel unterschiedliche Sachen, die man nach jedem Kampf hier machen, die nach dem Kampf passieren können und ja. Da hat die Arena ganz schön schwierig gemacht, ehrlich gesagt. Ja, die Arena war ganz schön schwierig im Original, weil man halt nicht irgendwie kontrollieren konnte, was passieren konnte und so, ne? Ich glaube, irgendwann storymäßig musste man sogar irgendwie in der Arena irgendwie gewinnen, was ganz schön schwierig war. Oh mein Gott, geht ja mal weg. Habe ich irgendwie mich jeder Angriff hier aus dem Konzept bringt, ne? Also ich bin hier so mitten in der Combo, ne? Und da kommt einer so, da kommt die ein so ein Gegner, sticht mich einmal und ich denke so, Aber ich glaube, man muss irgendwann sehr viel später hier in der Arena kämpfen, in der Story weiterzukommen. Was bist du? Du bist ein Pudding, oder? Weißt du, Moose? Oh, ein Moose, das ist auch eine Art Pudding, glaube ich. Weiß ich von Final Fantasy. So, warum ist da ein Punkt? Ich habe dich noch nie gesehen. Elementar Schock irgendwie ich mal. Allerdings wechselt es durch Angriff in ein Elementar. Ja, toll, das ist so ein Gegner, der jedes Mal sein Element irgendwie wechselt. Super. Was mach ich denn da? Aber er wird gefressen, was? Spuck ihn aus! Spuck ihn wieder aus, du Stück! Ja, Kollege, Plasma-Einladung. Spuck ihn aus! So, dann machen wir einmal Schallwellen. Da kann man ja ein Stück. Bleib fertig. Bevor sich wieder erholt. Na. Nein, bitte nicht fressen. Ich sollte uns vielleicht heilen. Ich kann einfach den hier machen, ne? So, ich heile einmal. Also was machen wir, Vitra? So viel haben noch so viel MP. Wind. Lightning Bolt. Funktioniert sogar. So, tun wir noch mal Red heilen, falls er wieder hier genascht wird von dem. Ich finde diese Fernangriff so geil, ne? So, komm. Red, wie bekommst du eigentlich die ganze Zeit keine ATB? Ja, vier Fragen. Nein. Ja, ich wusste genau, das kommt gerade. Ja, bekommt auch gar keine. Ja, ich hatte das Ding hier. Wie ist der Angriff nochmal? Kosmoseele oder so einsetzen sollen.
wenn wir den angefährt. So, Sternenstaubstrahl. Kosmoseele. Ne, so ist ein Item, womit man den seine, den sein Limit, glaube ich, hier freischalten konnte. Das war's. Im Original. Wird kurz die ultimativen Limitfähigkeiten von Charakteren freischalten. Nehmen du halt hier aber nicht. Das müsste Yuffie eigentlich auch Level 5 sein. 39. Ja, ich glaube, den schaffe ich noch nicht, ne? Okay, gut, wissen wir Bescheid. So, Yuffie müsste jetzt eigentlich auch ihr Dings hier auf Level 5 haben, ne? Um 30 Punkte. Enthalten an Körpersch... weiß ich nicht. Und wir hier... präzisen Abwehr. Das heißt, Sachen, die ich gar nicht brauche. MP Maximum. Azursturz. Ja, hab ich mal ausgehen eingesetzt. Das ist voll putzig. Na, guck mal auf. Guck mal auf die Beine. Was haben wir noch? Synchroaktion. Ich meine, jetzt weiß ich ja, wie man die einsetzt, ne? Aber trotzdem, so stehen benutze ich mit ihr nicht. Also pff. Ja, Körperteilschaden, keine Ahnung. Und Schaden durch Synchro, präzise Abwehr. Pff, weiß nicht. Ja, nehmen an, ne? Nehmen wir das. Gut. Alles klar, haben wir dann auch erledigt, ne? Weiter geht's nicht. Ich habe ein paar Goldpunkte bekommen, lass die auch noch ausgeben, ne? Für alles. Gib mir die Plüschtiere. Nein, ich habe immer noch nicht 150 für die eine Karte. Loveless, nein. Aber wir haben noch einige Sachen übrig. Hat er gerade gesagt, vorbeiflext? So, wo ist denn jetzt das Chocobo-Ding in hier? Ich bin halt schon die ganze Zeit am Suchen, ne? So, Chocobo Square. Soll irgendwo da sein. Ah, ich bin ja schon am Suchen, wie ein Blöder. Welcher war wohin? Du warst dein. Keiner von denen ist sich am Bewegen, deswegen. Mal wieder jemand entgegen. Was ist denn das für ein Freak? So, ich frage jetzt den Ding auf der Karte. Er ist unter mir. Er ist über mir. Er ist unter mir. Komme ich denn da hin, Mann? Unter? Hier unten? Ja. Okay, Chocobo Square endlich mal. Boah. Ich habe das Gefühl, ich bin schon 5 Parts hier das Ding am Suchen. So. Wen haben wir denn ja noch nicht gesehen? Barrett, ne? Eris war. Tifa haben wir auch noch nicht gesehen. Ah, Glücksspiel. So, boom. Oh mein Gott, Leute. Oh. Oh mein Gott, hier reden so viele Leute auf einmal, ne? Was auf der Karte? Okay, wollte schon sagen. Kann man hier schon ein Rennen machen? So, hör tiefer. Bin voll an der vorbeigelaufen. Ja, das Schlafen hat gut getan. Freut mich. Bei den okay. Chocobos muss ich an Pico denken, wie es ihm wohl geht. War noch mal Pico. Bei den Chocobos muss ich an Pico denken. Ist das dieses, ist das dieser Chocobo, der uns immer hier schnell reisen möglich hat? Da gab es irgendwie so eine Chocobo-Kutsche, ne? Im ersten Teil.
So. Willkommen auf der Chocobo-Rennbahn. Sind Sie schon Mitglied bei uns? Nee. Nein. Dann kann ich leider nichts für Sie tun. Hier dürfen nur registrierte Mitglieder mitmachen. Es steht Ihnen natürlich frei, die Rennen an den Bildschirmen zu verfolgen. Nein, ich kann ja noch nichts machen. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. So. Hä? Du siehst aus, als könntest du mir eine Genehmigung geben. Meinst du mich? Ach, du bist Cloud. Sag mal, du steigst mir doch wohl nicht etwa nach. All diese Charaktere aus Midgar verfolgen uns überall hin, ne? Was machen sie hier? Meine Devisenbeschaffung in Costa war ein voller Erfolg. Da wird man ja wohl mal ein bisschen die Seele baumeln lassen dürfen, oder? Ach, verflucht. Schon wieder verloren. Jedes Mal gewinnt einer der Chocobos von Sam. Ist das zu fassen? Da ist doch ganz sicher Schiebung im Spiel. Der Saurier, der Cowboy. Wieso bist du eigentlich alleine unterwegs? Will etwa niemand mit dir spielen? Nee, man kann mich leiden. Und sowas im Gold Saucer. Ein Sakrileg. Noch ist es nicht zu spät, mein Junge. Lach dir jemanden an. Wohl kaum ihr Problem. Vielleicht sollte ich es ihm gleich tun und hier eine Zweigstelle eröffnen. Hm. Ah. Zwei Frame. Zwei Frames pro Sekunde. Komm in die Hufe, hörst du? Ja, ich setze alles auf den Grünen. Ja, der Grüne, der ist auf dem zweiten Platz. Also auch im letzten Moment kommt er so mitten aus nichts und boom. So, jetzt müssen wir noch zum Skywheel Square, aber da können wir doch nicht hin, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und vorhin habe ich doch versucht, mal hinzugehen. Oder muss ich da jetzt als letztes hin? Sprich mit mir. Skywheel Square, aber da geht es doch irgendwie nicht hin. Ghost Square. Fantasiewelt. Ja, okay, da sagt er mir auch, wo man überall hingehen kann. So, begib dich zum Skywheel Square. Jetzt kommen wir dahin. Können wir jetzt dahin? Aha. Ah, ja. Muss man als letztes machen, nehme ich an, ne? Okay. Dieses Riesenrad, stimmt, im Original gab es ja ein Riesenrad, glaube ich, war ein Riesenrad, ich war so, nein, hier bin ich falsch. Boah, Leute, oh. Voller Albtraum hier, sich zurechtzufinden. Oh. So, hier lang. So. Bedeutet das jetzt, darunter muss ich hin zum Skywheel Square oder da Pfeil sagt da oben. Okay, also ist es hier oben, ne? Okay. Alter. Kann ich da mittanzen? Oh, ich dachte, wie wäre wie beim Yoga, ne? Oh. Ah, ich kann nicht rollen. Nein. Nein, lass mich raus. Ich komme nicht mehr raus. Deswegen tue ich nicht mit anderen Leuten interagieren. So, wer ich bin, ja mal auf falsch. So. Was passiert hier? Jetzt geht die Story weiter, ne? Stimmt, Barrett hat ja jemanden gesehen, ne? Was ist hier los? Es
Ist das etwa... Alles klar. Liebe Gäste, zur Zeit läuft Bert hat den Plot gefunden. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Wenn ich jetzt nur Freunde hätte. Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der genau, das war das. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Ob man auch alleine mit darf? Was ist hier los? Tja, keine Ahnung. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud, das ist schrecklich. Nein. Was ist? Du musst sofort zur Manege kommen. Wieso das? Also, der Plot ist da. In der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Was? Deinen Freunden sag ich auch Bescheid. Also mach dich bitte sofort auf den Weg. Okay. Ich bin ein bisschen frustriert gerade, weil... Ich bin gerade ein bisschen frustriert. Das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen, weil wir haben gerade eindeutig gesehen, wie Barrett jemand anderen gesehen hat, der auch ein Gewehr als Arm hatte. Und wir haben schon gesehen, wie Leute erschossen wurden. Ne? Da waren irgendwie so Schusslöcher in den Wänden und so. Ne? Und es ist offensichtlich, dass es dieser andere Typ war und nicht Barrett. Ne? Also das Spiel hat mehr oder weniger so 2 Sekunden, bevor wir zu dieser Szene kam, ja gespoilert, so hör mal, da läuft jemand anders herum, der hat auch ein Gewehrarm und die Leute wurden schon alle erschossen. Im Original hat man nichts davon gesehen, ne? Also man hat nicht gesehen, wie Barrett jemanden verfolgt hat, wie jemanden gesehen hat mit einem Gewehrarm oder irgendwie sowas, ne? das wurde alles so später ein bisschen enthüllt, ne? Und ja, man spielt halt das Original, das Spiel, boah, haltet doch mal die Klappe, ich will ja gerade ein bisschen überdrehen. Ach so, ich soll hier hin, okay. Und ja, keine Ahnung. Im Original war es halt so, wir wurden irgendwie irgendwann Bescheid gesagt, so hör mal, da ist jemand mit einem Gewehrarm, der irgendwie randaliert hat, ne? Und da denkt man natürlich als erstes so, hör mal, wir kennen nur Barrett. Barrett ist der Einzige mit einem Gewehrarm. Deswegen kann das ja eigentlich nur er gewesen sein, ne? Und von daher ist es halt, das war halt so sozusagen dieser Twist, ne? So, hör mal. Weil Barrett hat ja irgendwie Leute erschossen, ne? Und dann geht man dann irgendwo so dahin und dann merkt so, oh, die Leute wurden erschossen und so, ne? Und ja. Deswegen hat jetzt diese eine Szene gerade ein bisschen alles ruiniert hier, als wir Barrett gesehen haben, wie er jemand anderen gerade gesehen hat mit einem Gewehrarm, ne? Das frustriert mich gerade so ein bisschen, weil... Ich meine, offensichtlich war Barrett nicht derjenige, der alle getötet hat, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwie sinnlos irgendwie am Randalieren oder irgendwie so, ne? Aber... So rückblickend betrachtet ist es sehr offensichtlich, dass er das nicht gewesen ist, ne? Oder dass er sowas machen würde, ne? Aber allein schon so die Idee, so im Raum zu lassen, so, hör mal, was hat denn der ja gemacht, ne? Typ mit dem Gewehrarm hat alle erschossen, ne? Also, versteht ihr, was ich meine? Und diese eine Szene, die wir gerade so 2 Sekunden vor das hier gesehen haben, hat mehr oder weniger gerade alles ruiniert. Und genau das finde ich irgendwie nicht gut gerade. Das ist genau die Sache hier mit Sephiroth hier, da wir die ganze Zeit Sephiroth sehen und so, ne? Hier Zack und was weiß ich nicht alles, ne? Die ganzen Leute, da muss alles noch gar nicht gezeigt werden, denn das ist alles schon so wieder ein bisschen ruiniert, so finde ich. Also ja, das ärgert mich gerade so ein ganz kleines bisschen, dass das hier jetzt schon... Sie momentan nicht durchlassen. Und es war wortwörtlich eine Minute, bevor wir ihr sowas gehört haben, so im Sinne von, oh, hier wurden Leute erschossen von einem Typen mit einem Gewehrarm. Ja, die hätten nur eine Minute oder irgendwie so warten können oder so.
Ja, da fand ich das nicht so gut. Wer bist du? Du siehst irgendwie wichtig aus. Ich dachte, er ist Kiri. Also ja, das fand ich jetzt nicht so gut, wie die jetzt hier gemacht haben. Das war jetzt ein bisschen, weil nicht. Das musste jetzt nicht unbedingt sein, fand ich. Müssen wir hin. Warte mal, wir müssen da, wo die Shinra-Soldaten waren, ne? Ja. Also ja, da hätten sie sich ruhig ein bisschen so zurückhalten können. Wer ist überhaupt in meiner Truppe gerade? Wen nehmen wir in unsere Gruppe? Okay, Yuffie, mach mal für eine Weile eine Pause. Ne? Wir haben jetzt viel Yuffie gesehen. Immer Red und Eris wieder, ne? Also ja, das hätten sie jetzt nicht machen müssen, ne? Da hätten sie jetzt nicht unbedingt noch so eine Minute vorher teasen müssen, so, Miles. Fand ich, war jetzt, ärgert mich so jetzt so ein ganz kleines bisschen. Ne? Das haben sie als einziges nicht gut gemacht bisher. Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem. Lass mich das erklären. Genau. Ich bin Dio, der Direktor. Wissen wir. Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Pass auf die Kiste. Oh nein. Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Also Shinra ist okay, aber die anderen Leute nicht. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben. Seht ihr denn, genau diese Szene wär so viel besser gewesen, hätten wir jetzt nicht eine Minute vorher das alles gesehen, ja? Wer jemanden da verfolgt hat. Die Szene wäre so viel besser gewesen. Das hier war nicht Barrett. Und wieso? Die Zerstörung wegen der Katze, die wir gerade gesehen haben. Nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Jede Situation wird als Pose. Der Täter erwartet euch unten. Beweist die Unschuld eures Kameraden. Schaut euch meine Ausdruckspose an. Ich
werde euch natürlich helfen. Kenn mich hier schließlich gut aus. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Alles klar, gut. Hier entlang. Los, so. Und ja, wie gesagt, die Szene wäre halt viel besser gewesen, hätten wir nicht diese andere Cutscene noch vorher gesehen, ne? Er wird dafür büßen, dieses Paradies. Weil jetzt wissen wir, dass er es nicht war. Ich meine, ja, ziemlich offensichtlich, dass er sowas nicht machen würde, ne? Aber es hat irgendwie, das macht mich gerade so ein bisschen frustriert irgendwie. Also ja, das musste jetzt nicht sein. Das stört mich gerade. Ich bin ein bisschen stinkig deswegen. Das kann man noch mal besser machen, Square Enix. Im Original war auch irgendwie so, irgendwie als die Leichen zum ersten Mal gefunden worden von Cloud, haben die jetzt gedacht, so, oh, war das Sephiroth? Und dann hat irgendwie Cloud irgendwie so eine Leiche untersucht, so, nee, auf die wurde geschossen. Sephiroth würde nie im Leben eine Schusswaffe benutzen. Jetzt weiß ich. Im Original war es irgendwie so, wir wurden direkt festgenommen. Also wir wurden direkt festgenommen. Na, wir gehen aber trotzdem nach unten anscheinend. Jetzt leben dort und nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Klingt ein bisschen nach Wallmarkt. Ja, allerdings noch eine Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. So, nein. Hat der Ort noch einen anderen Namen? Gefängnis von Coral. Wahrlich, die Hölle im Wüstensand. Diebstahl, Gewalt, Totschlag, das volle Programm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Ja, alles klar. Ja, du kommst nicht mit. Komm, wir fahren jetzt mit. Also ja, im Original war es halt so, man wurde irgendwie direkt festgenommen, weil die haben halt gesehen, oh, ihr habt doch einen Kollegen mit einem Gewehrarm, ne? Also ja, ab in den Knast, ne? Also die haben einen direkt festgenommen und haben einen sozusagen als Bestrafung hier unten hingepackt in diese Unterwelt. So als, das war halt so eine Art Gefängnis ist hier sozusagen. Und ja, hier sieht es ein bisschen krasser aus wie im Original. So ein kleines, so ein Wüstengebiet war halt im Original. Hier sieht er ja voll aus wie die Unterwelt. Sieht aus wie meine Nachbarschaft, ehrlich gesagt. Nur etwas weniger brennende Mülltonnen. Obwohl, na ja, doch, sieht schon. Das sieht genau wie bei mir gegenüber hier gerade aus. Oh, da haben wir die brennende Mülltonnen. Alles klar, ja, willkommen in meiner Nachbarschaft. Joffi. Nicht so weit nach vorne. Kate, pass auf sie auf. So, hier riecht's doch schon nach Kampf. Oder Red? Ja. Ist er der Fist of the North Star? Nein, Elf war gerade meine Truppe. Was? Willkommen im Gefängnis von Coral. Wow, sehr schlechte. Ihr verpasst doch das Frühstück. So ist recht, einen schönen guten Morgen. Helga, das würde ich lieber lassen. Okay, sehr schlechter erster Eindruck. Okay. Hey, Boss, deine Gäste sind da. Unser nächster Jojo Carter. Geilo. Willkommen in meiner bescheidenen Oase, lieber Alleskönner Cloud. Cloud,
So hieß er doch, oder? Cloud ist korrekt, Boss. Und wer ist nun dieser Cloud? Oder du, oder du, oder du, oder am Ende gar du? Nee, ich weiß es natürlich. Du bist Cloud, stimmt? Kennen wir uns von irgendwo? Natürlich nicht. Wir treffen uns zum ersten Mal. Sonst könntest du dich auf jeden Fall... Oh, gelbe Materie. Glaub's mir. Also, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und wir beide kennen uns. Alles Könnelchen, Claudi? Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Nerven. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzen. Ah. Glückwunsch, tada! Du bist richtig berühmt. Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich völlig im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, um den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen, in der Wüste. Und ich war sogar bereit, dir zu verraten, wo. Ausnahmsweise. In der Wüste. Wer nehmen will, muss doch geben können. Nicht wahr? Also, du musst jetzt ein paar Quests für uns machen. Mir Kohle besorgen. Brauch nämlich gerade ganz, ganz viel davon. Ja. Weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in Klumpenhackfleisch verwandelt hat. Einfach den Täter ausliefern reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar einen Riesenberg. Asche, Knete, Kohle, Beute, Monete! Alter, sag mir einfach, was ich machen soll. Und wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Cloud, oh weh, oh weh. Hey, kein Stress, Mann. Das soll ihnen bei uns an nichts fehlen. Ach so, solltest du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haupttiere sind auch begehrt. Schwein. Nicht doch. Kannst mich einfach Gas nennen. Gas, ehrlich? Okay. Das ist der Name von den... zu den Rennen, also. Von dem Mafia-Boss hier unten. Enttäusch mich nicht. Supi! Ich bring dich dann mal zu deinem Chocobo. Immer dem Schnabel nach. Ich weiß nicht, was ihr, wenn ihr euch nicht von so ein paar... Naja, wenigstens diesmal nicht alleine. Wenn ihr nicht irgendwie euch überrempeln ließen. Von den Leuten, ne. Mein Gott, sind ein paar normale Gangster, ey. Ihr habt euch von denen überrempeln lassen, ne. Echt enttäuschend. Oder leg was. Hebt jemand auf. Boah. Mach dir um uns keine Sorgen. Wir kommen schon klar. Okay. Glück auf der Rennbahn. Alles klar. Guck ich die Truppe. Hoffentlich ist Barrett nichts passiert. Pass gut auf dich auf, Cloud. Alles klar, gut. So, ich habe deine Materie gesehen, ne? Boah. Aber die Materie. Die Materie. Du verstehst nicht. Die Materie. Gut. Jemand da runter. Ah, Lila, eine Truhe. Neues Schwert. Schon lange kein neues Schwert bekommen, glaube ich. So, also wir haben hier sind unser nächstes, weiß nicht, Gebiet hier zum Questen oder so was. Ne, nehme ich mal an. Kraftmesser. Wow, das sieht cool aus, das Ding. So, ist die Musik ja. Ich habe gerade Panzerschwert wieder ausgerüstet. Oh, 5 Materiaplätze. Großschweiß ist mit einem Mineral versetzt, von dem es geheimnisvoll, von dem ein geheimnisvolles Leuchten ausgeht. Alle Werte von dem Ding sind schlechter. Boah, sieht aus, als könnte halt irgendwie so eine Waffe aus Genshin sein oder so. Gegner in der wahren Offensivhaltung der Strecken. Bei gedrückter Taste werden bei 3 Angriffe ausgeführt. Oh, was? Ich kann in eine super Offensivhaltung gehen. So, jetzt wo du wieder Platz hast, ne? Was gebe ich dir denn? Gewitter, heilen, Analyse, Erschlag.
Wir haben irgendwie viel lyrical Musik irgendwie, also viel textbasierte Musik in diesem Spiel. Eine verbundene Materie angreift. Ich das nehmen. Also nicht. Also ich werde wahrscheinlich nicht so viel Magie einsetzen, aber Feintechnik, Morphen, soll man denn ja noch nehmen, ein ATB Boost. Will ich eigentlich auch nicht so benutzen, ne? Also halt. So, was haben wir hier noch? TP Maximum 200. So, letzter Stroh. Na, das ist nicht schlecht. Vierisches Blocken. Sparsamer Heiler. Oh, das ist nicht schlecht. Sparsamer Heiler, ja. Ich bin der einzige Charakter, der hier am Rumlaufen ist. Von daher. Boah, guckt euch das Ding mal an. Oh, da hat 4 Materia-Plätze jetzt. Also sichtbare. Ich mal ein Schwert, dann ist ja richtig geil. Also, ein Frame pro Sekunde. Müssen wir dann eure Internetleitung ein bisschen feilen. Nur so ein kleiner Tipp von einem Eiskönner, ne? So, warte mal hier. Okay, oh, das ist der Chocobo. Ich habe gar nicht so viele Sachen hier mehr. Warte mal, ich spare noch ein bisschen. Nur ein hübscher Chocobo ist ein guter Chocobo. So, sieht aus wie so eine. Hey, du Tröte! Wo willst du hin? Muss ich dich an die. Ich bin keine Tröte. Das Gebiet sieht aus wie so eine Siedlung in Fallout 3 irgendwie. Ich habe den Namen vergessen, wo auch diese ganzen, wo irgendwie so viele Sklaven gehalten irgendwie und so. Das ist auch irgendwie so ein Ding. Oh, dich kenne ich. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Ja, so auf 5 Plätze im Schwert. Siehst ja gar nicht mal so übel aus. Ich habe ja den Namen vergessen. Ich bin die Stallmeisterin Esther. Genau. Freut mich. Cloud? Ja. Du warst doch. Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Oh. Eigentlich wollte ich Pico an den Chocobo-Rennen im Gold Saucer teilnehmen lassen, bis die mich gefangen haben. Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Oh. Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Sonst ich soll deinen dämlichen Vogel auf und trage ihn mir schön cross. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Heißt im Klartext, du gehst da raus und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Oh, sie sieht so gut aus in dem Spiel. Im Original sah sie voll komisch aus. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Oh, ich liebe ihr Outfit. Oh, sie ist voll putzig hier in dem Spiel. Im Original habe ich irgendwie gedacht, sie wäre irgendwie so eine. Sie wäre irgendwie älter, irgendwie so. Weil, keine Ahnung. Weil Grafik halt, ne? Deswegen weiß ich nicht. Die Charaktere sahen ja alle so verpixelt und polygonisch aus, ne? Also, neulich hat mal einer von diesen zwielichtigen Typen, die hier Leute anwerben. Oh, hier sieht sie richtig besser aus, ey. Na, viel Glück jedenfalls. Ja, allein der Name Esther hat schon, habe ich irgendwie gedacht, sie wäre irgendwie viel älter, irgendwie so, weil nicht so. Ja, so eine ältere Frau oder so. Wüstensturm, was? Was hat so? Oh, jetzt hier sind Karten. Oh, hier sind Karten. So. Hey. So, ist da eine. Hallo? Weitermachen. Okay, ja, ich soll Futter suchen, alles klar. Gut. Das sieht aus wie ein Fallout hier.
Was? So. Oh, ich nehme an, wir werden natürlich erstmal hier alles andere machen, ne? Rico. Wer war Rico nochmal? Da war der mit den Fotos, ne? Ich spüre eine Ungestüme. Wieso bist du denn? Ja, unser Auge gefangen genommen. Dass wir uns gerade hier wiedersehen würden, das müssen wir fotografisch festhalten. Na ja, darf er einfach hier so rumlaufen? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich finde, die Menschen hier geben ganz außergewöhnlich. Habe ich nicht drauf geachtet, was der für eine Pose gemacht hat. Ihre Gesichter sind gezeichnet von Brutalität und Begierde. Überlass die Porträts also gern mir. Aber vielleicht findest du ja noch einen Ort, für den es sich lohnt, den Auslöser zu drücken. So, können wir überhaupt hier raus? Ja, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Da draußen ist die Weltkarte, ne? Und die Weltkarte ist gefährlich. Ehrlich. Bist du aus Shadley? So. Was ist das Maskottchen-Kostüm von Final Fantasy 10-2? In diesem Ganzkörperkostüm wird mich niemand erkennen. Und meine Anwesenheit wird beruhigend auf andere. Ich hoffe wirklich, dass es Barrett gut geht. Falls es etwas gibt, das ich tun kann, um seine Unschuld zu beweisen, lass es mich bitte sofort wissen. Da ist die Weltkarte, ne? So, habe ich überhaupt irgendwas? Nee, ne? Nö. Kann man doch kaum dazu, irgendwie was zu erkunden. So, kann ich hier rumlaufen? Schädlich, ich bin schon weit weg. Ich meine, hier kann ich gar nicht rüber, ne? Ne. Okay. Ah, oh, kriegen wir irgendwann so einen Buggy? So, wer bist du? Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Kartenkiste. Du bist auf der Suche nach Gemüse. Habe ich nicht recht? Was? Ich gebe dir gerne etwas von meinem ab. Allerdings müsstest du mir im Gegenzug... Ach, ich hasse die Leute hier schon jetzt. Ich bin Besitzer eines... Jeder will was haben. Leider haben ein paar Kartenspieler etwas zu großen Gefallen an meinem Etablissement gefunden. Den mache ich fertig. Ich sollte ihnen mal zeigen, dass Verlieren auch zum Leben gehört. Könnte ich dich wohl darum bitten? Hm? Ich übernehme das. Vielen Dank. Also war auch irgendwie komisch, ne? Fähigkeiten. Doch, da sie den Ruf also man muss Karten spielen, um in der Story weiterzukommen, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deine Turnier war ja auch optional. Einerseits würde sicher auch andere Spieler wieder anlocken. Aber anscheinend schon, hä? Du findest die drei im Casino. Ich bin mir sicher, dass du sie sofort erkennen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wirf doch, bevor du gehst, noch einen Blick auf meine Karten. Die eine oder andere. Muss sagen, ist doch ein Laden, oder? Aber ich liebe Karten. Schwergewichte, Landwurm, Sandspeier, Chimäre und Großhorn. Ja, damit. So, also man muss hier, um hier weiterzukommen. Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Das ist bestimmt optional. Und er wird ja ein voraussetzen, dass man irgendwie das Spiel hier. Du. Ah. Oh Mann. Kann man schon sagen. Kriegen wir also ein so ein Match noch geschafft. Boah. Musik. Wer bist du? C3PO. Sie wollen eine Runde Blut der König. So, die sind ja alle hier platziert sich gerade. Das ist jetzt aber unpassend. Ich bin Popino, die lebende Statue. Und Statuen bewegen sich eigentlich nicht. Perfekt, dann kann ich ja nur gewinnen. Ich mache eine Ausnahme für Sie und werde meinen Armen erlauben, verdammt, sich zu bewegen. Sie werden es noch bereuen, mich in Bewegung gesetzt zu haben. Na komm, den kriegen wir heute noch. Los, Popino. Das ist eine überschreibende Karte. Diese Karten können ausschließlich auf Feldern abgelegt werden, auf denen schon eine eigene Karte platziert ist. Was? Überschreibenden Karten ist, dass sie unabhängig von überall abgelegt werden können. Die überschreibenden Karten wird zwar zerstört im Fall von Karten, die bei ihrer Zerstörung eine Fertigkeit aus... Ach, sind das hier diese... Habe ich schon mein Deck bearbeitet, so ein bisschen. Was sind denn hier?
bearbeiten. Wie machen wir das? Ja, wo ist denn eine überschreibende Karte? Guck mal, jetzt 1. Mach mal den hier. Nicht weiter bei. Oh Gott, welchen habe ich denn jetzt hier? Welchen wollte ich denn jetzt rausnehmen? Dich, ne? Ja. Wo ist denn der überschreibende Karte? Wo sehe ich das denn? Ja, wird schon klappen. Ja, komm. Kein Kaktor, verdammt. So, oh. Ihn will ich wahrscheinlich ganz am Ende hier unten platzieren, ne? Dann mach mal so. Das heißt, ich muss eigentlich nur so viel wie möglich hier platzieren erstmal. Na, aber da muss ich hier. So. Los, geh in die Mitte. Sehe, wohin ich das bringe. Jawohl. Dieser Noob. Halt. Ja. Oh. So, wo gehst du hin? Oben oder unten? Unten. Du willst ja das noch. Okay, jetzt hast du dich da oben blockiert, du. Du Idiot. Du Idiot. Guck mal, jetzt ist alles ja voll. Jetzt geht er da oben hin, macht das, ne? Ja. Er hat seine eigene Karte gerade zerstört. So, boah. Baller mal meine Karten hier hoch, sehr geil. Ja. Guck mal, wie viele Punkte. Wir haben eigentlich schon gewonnen jetzt hier, ne? Wir haben eigentlich schon gewonnen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier für Gedanken mache. Aber so. Yeah. Mein Deck ist voll krass. Findet ihr nicht auch? So, warum verliere ich ja Punkte, wenn ich was? Aber so, dann kann man Ifrit platzieren, ausgezeichnet. Er kann nur noch eine platzieren, boom. Und jetzt kann er nichts mehr platzieren. 24. Cool, Mann. Und Schieber kommt auch noch. So, boah, ich glaube, ich habe noch nie so viele Punkte gehabt. Ja, ich gewinne. Gutes Match. 24 Punkte. Alter. 49 Punkte. Zerstört. Ah, Karten kriege ich auch noch. Joker. Gute Arbeit, Joker. Bei Zerstörung von Verwendung und vergegen schon keine die Stärke dieser Karte um 1. Ich bin nicht so ein Zerstörer. Ja, hätte dann Gehirn auch noch bewegen müssen, ne? Ach, jetzt bin ich ein Blutritter. Ich schwert sieht so cool aus, ne? Aus diesem Grund habe ich hier in dieser rauen Gegend Halt gemacht, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Doch durch meine Siegessträhne hat sich niemand mehr zu mir getraut. Die Niederlage kam mir also recht.
Ich stehe hier felsenfest. Wenn sie die Lust packt, bin ich jederzeit für eine Partie bereit. Alles klar. What? Charlie. Ich gratuliere. Du hast nun den Rang Blutritter erreicht. Ich habe übrigens Informationen über einen weiteren Spieler erhalten. In Nord Coral gibt es einen äußerst mysteriösen Kartenspieler namens Navalan. Ein versierter Spieler wie du sollte ihm durchaus gewachsen sein. Probier's doch mal aus. Okay, sollst du nicht undercover sein, Kollege? Nein, wie viele Kartenspieler gibt es eigentlich? 3 von 6, das sind schon von anderen Gebieten her, ne? Auch, ne? Ja. Ich nur 3. Und eine Quest ist ja gerade. Beim Kartenspiel ist einfach. Mit jedem Schluck geht es flüssiger von der Hand. Okay. Trinkst du deine Karten in Alkohol? Na gut, dann müssen wir hier wohl im nächsten Part erstmal unser Chocobo füttern, einige Nebenquests machen, ne? Hauptsächlich Nebenquests wahrscheinlich. Ja, cool. Totenstelle. Und ja, so ein paar Nebensachen noch machen, ne? Nehme ich an. Alles klar, gut. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wenn es hier weitergeht in Final Fantasy 7 Rebirth. Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!